Fangen wir einfach an. Ich habe wirklich auch gar nichts, ne? Ja. Ja. Haben wir ein Intro? Ja. Gibt's ein Intro? Wir haben auch noch immer kein Intro. Wir können was einsingen und das wird dann das Intro. Finde ich gut. Jeder singt jetzt einfach das, was ihm gerade im Kopf ist, okay? Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Mayuhi. Ey! Ich sag hallo, hallo, schönen guten Tag. Wir haben einen neuen Podcast zusammen. Ich zusammen mit meinem Team, heute repräsentiert durch Nina. Okay, also das ist ein Videopodcast für die Leute, die jetzt da, sie hat gerade gewunken. mit Annika. Hallo. Sie hat gewunken und hallo gesagt. Und Dustin. Hallo. Aber wir sind ja noch deutlich mehr als das, also es kann mal sein, dass wir zwischendurch rumvariieren, aber auch mal in einer vielleicht festen Besetzung so vorkommen. Normalerweise, wenn wir unterwegs sind, höchstwahrscheinlich noch mit Louis, weil das denn da einfach nicht dabei ist. Und ja, warum das Ganze? Ist ganz easy, wir hatten alle Lust wieder auf den Podcast, ich vor allem. Und ich habe aber gemerkt, dass wir ein wenig mehr unterwegs sind als sonst und ich sehr belastet bin durch das Thema Gäste und Freunde und was auch immer hier mit reinholen, wie das schon vorher auf dem Kanal hier der Zustand war. Deswegen habe ich meine Leute lieb gefragt, ob sie keinen Cent dazu verdienen wollen, weil die eine Umsatzbeteiligung haben hier, dafür aber mehr Umsatz in dieses Unternehmen spülen wollen und dementsprechend mehr Geld kriegen. Ja, und wir waren es nur wegen dem Geld. Nee, und dann einfach wieder zusammen Podcast machen, sodass wir nicht immer Leute einladen müssen. So, jetzt halte ich mein Maul. Wir haben gar nichts vorbereitet. Es ist Folge 1 von irgendwas. Und gucken mal, wo uns die Reise hinbewegt. Ja. Spannend. Spannend. Spannendes Projekt. Wie war eure Woche so? Ja, und sonst so? Kommt der Smalltalk-Gott aus dir raus? Ja, wir waren schon so gut, wenn wir essen gegangen sind mit Smalltalk. Da mussten wir auch immer, stimmt. Annika und ich, wir haben es immer durchmoderiert. Ja, wir haben immer Fragen rausgesucht. Soll ich was raussuchen? Ja, oh mein Gott, ja, such mal Smalltalk-Fragen raus. Dabei können wir ja kurz mal rübergehen zu eurem Trip, den ihr gerade hattet, weil du warst ja mit Timo auch Teil des Teams, schaltet heute die Kamera hier. Celine, unsere Praktikantin, gerade zweite Woche, hört heute den Ton ab. Das heißt, wenn sie Scheiße anhört, @Celine einfach aus einer Quatsch. Celine Formular ist in der Beschreibung. Genau, könnt euch einfach mal reinbewerben für eine neue Praktikumsstelle, wenn der Ton verkackt ist. Die ist jetzt schon offen. Die ist jetzt schon offen. Boah, das war übel gemein. Entschuldigung. Boah. Du warst mit Timo auf einer One-Piece-Filmpremiere, weil ich hatte keinen Bock hinzugehen, aber ich schmeiß dann Tickets immer hier rein. Ja. Wie war's? Es war gut, es war sehr cool. Zugfahrt ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Es dauert sehr lange und also wenn man die Preise vergleicht zwischen jetzt so normaler Deutscher Bahn und wir haben Flixtrain genommen, ist halt der Flixtrain viel günstiger, aber du weißt auch warum. Ich habe noch nie Flixtrain genommen. Noch nie? Ich weiß nicht mal, dass es das gibt. Nein? Nee. Aber Flixbus kennst du? Ja, bin ich auch noch nie gefahren, aber es gibt es scheinbar. Ja, die haben auch Züge. Ja, und das sind, ich glaube normalerweise, wie lange fährt man mit einem ICE? 4 Stunden? Wir sind immer so 5,5. Ja, ja, ist aber normal. Mhm. Aber was ist der Unterschied bei einem Flixtrain? Gibt es kein Bordbistro oder nur Stehplätze? Keine Ahnung, was ist denn? Stehplätze. So Ryanair, kein der Dach. Züge. Kein Dach. Cabrio-Fahrt. Walla, scheiße im Winter. Nee, also ich finde, es gibt nicht wirklich viel Unterschied. Es gibt kein Bordbistro. Mhm. Man hat immer feste Sitze, also nicht nur, wenn du reservieren willst, sondern du hast halt immer eine Sitzplatznummer und da musst du dann sitzen. Und ansonsten, Strom gibt es da, falls du ein Handy laden willst. Und die werben mit WLAN, aber man kann damit nur dieses Flixtainment, haben sie es genannt. Also du kannst das WLAN nicht für deine Sachen benutzen, sondern nur um in so einer Netflix nachgemachten App Filme zu gucken, die es da angeboten werden. So ein bisschen wie wenn man im Flugzeug die Filme aussuchen kann. Ah. Ja, aber Berlin war ganz schön und ich habe eine neue Addiction und zwar im KDW ganz, ganz oben gibt es Kuchen und oh, der ist so lecker. Hier oben ist dieser Food Court, ne? Ja, der Kuchen ist so lecker. Ja. Das ist so eine Tarte und da sind so Erdbeeren drauf und ich weiß nicht, was die da drunter gemacht haben, Crack oder so, also es ist so lecker. Okay. Ja, Berlin KDW, man kennt eine neue Addiction, Leute. Also beide Tage mussten wir da Kuchen essen, weil ich so verrückt danach war. Ich fand es
übel lecker. Hat gekostet? Ich glaube, ein Stück 3,95. Das geht ja voll. Das geht voll. Mhm. Aber ja, da gab es auch Kuchen, wo ein Stück 35 Euro gekostet hat. 35 Euro für ein Stück? Ja, habe ich gesehen. Was war es für ein Kuchen denn? Kaviar-Tar. Ich glaube, das war irgend so ein Käsekuchen mit so einer fancy Füllung. Fancy Füllung, okay. Ja, wir haben noch ein Berlin-Thema vor uns. Mhm. Aber ich glaube, im KDW Drehgenehmigung ist so ein anderes Thema, ne? Ich glaube, das ist schwierig. Ja, aber die sind, glaube ich, cool mit YouTubern, weil ich glaube, auch der Ice Cream Rolls-Typ hatte auch im KDW seinen Pop-Up-Shop zumindest. Hm, aber hat auch gedreht. DJ Ice Rolls heißt er. Nicht Ice Cream Roll-Typ. Das ist mega asozial. Aber ich glaube, weiß ich nicht, ob es im KDW war. Kann auch in einem anderen Einkaufszentrum oder in der Mall. Eisrollen-Atze. Der Eisrollen-Atze. Atzi. Oh Gott, ich habe Atzi gesagt. Ich habe in der Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nee, der ist sehr cool, DJ Ice Rolls. Mit dem wollte ich eine Eisrolle machen. Mit dem Atzi. Der ist voll nett. Der macht immer voll die coolen Sachen. Ja, aber kurz nochmal 2 Meter zurückgespult, wenn der Flixzug, ne, wenn die ein Problem haben, eine technische Störung, weil die ja so eine coole Marketingabteilung haben mit Flixtainment, steht dann da auch so, oh, wir haben leider eine technische Störung verflixt und zugenommen. Entschuldigung, das musste noch raus, das habe ich so lange jetzt drauf gewartet. Ich habe die ganze Zeit an was gebastelt, da bin ich nicht drauf gekommen. Was war dabei für euch? Ja. Leider nicht. Ich glaube, wir belassen es jetzt hierbei. Ihr werdet höchstwahrscheinlich sehen, wann wir... Oh, hi, die Kamera. War das Signal, dass ich in die Kamera gucken soll? Ja, für die Leute, die jetzt nur audioell zuhören auf den mehreren Plattformen, macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich glaube, wir belassen es hierbei. Wie gesagt, das ist hier höchstwahrscheinlich eine Formation, die häufiger im Büro so zustande kommen wird. Kann mal sein, dass wir switchen, wenn jemand nicht da ist, je nachdem, wann wir aufnehmen. Nina, Louis und ich und in der Zukunft auch Annika vermehrt werden auch viel unterwegs sein. Das heißt, ihr kriegt dann diese Vierer-Kombo von uns auf Reisen an den verschiedensten Orten mit, höchstwahrscheinlich in Deutschland und der Welt. Und ansonsten bedanke ich mich für eure Zeit. Ich hatte sehr viel Spaß und Freude. Denkt immer ran, Zwaderich forever. Und dann, Zwaderich. Und dann sehen wir uns nächsten. Wir wissen auch noch nicht, wann wir hochladen. Dann, wann das jetzt kommt, vielleicht sogar an einem Sonntag, kommen auch die anderen Sachen. We don't know. Also checkt's ab. Und natürlich, lasst eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify da. Das habe ich bei den großen Podcasts gehört. Das muss man immer dazu sagen. Also, 5 Sterne. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.